Was machen die? Mal schauen. Ey, das gibt's kein Flemish mehr. Nee. Ich hab im Moment keinen Sichtkontakt zu ihnen. Doch, ich sehe noch einen, wie er brennt. Ich sehe den Rauch noch aufsteigen. Das einzig Blöde ist leider, dass ich das nicht aufgenommen habe. Das wäre zu geil gewesen. Ich muss die View-Distance ein bisschen niedriger machen. Boah, ich weiß nicht. Ey, ohne Scheiß, mein Herz hat gerast. Ich hab sogar... Ich hab nicht die Javelin ausgepackt, sondern das Visier. Ja, muss ich aber auch lernen. Ich bin gerade auch viel zu hektisch gewesen. Aber wenn wir jetzt beide Medics getötet haben oder zumindest bewusstlos sind, dann ist das Opferteam tot jetzt. Warte, da läuft einer. Könnt ihr sagen, wie viele von den Russen noch leben? 1, 2, 3 bis 4 etwa. Nein, ich schalte jetzt morgen auf Push Talk, das geht ja so nicht. Alter, ja, bitte mach, Ben. 3 bis 4. Team Sniper hier, Team Leader. Also wir können ungefähr noch 2 bis 4 Leute erkennen. Ich vermute mal, dass ein Medic überlebt hat und jetzt die Leute hochholt. Sie rauchen gerade wieder alles ein, gehen in eine verdeckte Position und werden sich wahrscheinlich für den Angriff weiter vorbereiten. Irgendwie das brennt aber hinten. Ich vermute, eine Leiche brennt. Over. Dass die Leiche noch brennt. Haben verstanden. Halle weiterhin auf Blick. Dass man, ja, gut, perfekt. Aber das Gute ist, sie haben uns nicht gesehen, weil die haben nicht mehr auf die Javelin geachtet, die du geschossen hast. Der Scheiß ist beim Panzer, denke ich mal, du kannst es nicht hören, oder? Doch, du kannst es hören, aber das ist einfach so schnell geschehen. Die haben sicher nicht mit der Javelin gerechnet, verstehst du? Ja, denke ich. Wir dürfen aber nicht das Team von Patrick außer Augen lassen, also insofern. Ghost, haben wir Schusserlaubnis, wenn wir was sehen, oder sollen wir sie durchlassen? Wenn ihr Sichtkontakt habt, und abgesehen davon, ich bin der Teamleader, wenn ihr Sichtkontakt habt und hundertprozentig trefft, habt ihr Schusserlaubnis. Die Leiche ist wieder wach, die brennt nicht mehr. Okay, verstanden. Also die Leiche brennt nicht mehr. Ja. Team Sniper hier, Teamleader, die Leiche brennt nicht mehr. Also sie scheinen sich neu zu formieren, sie ziehen gerade ein paar Personen weg, aber das scheint wieder bei Bewusstsein zu sein. Over. Hinterm BTR. Nee, was? Oh, da kommt schon wieder das MG! LOL! Es hat... Alter, was macht Ben hier? Es hat zwei erwischt. Nee, nur einen. Team Sniper hier, Teamleader. Es hat einen erwischt. Einer liegt jetzt am Boden und kriecht herum. Der andere scheint wieder bewusstlos zu sein, der gerade von dem gezogen wurde. Ich habe sonst keinen weiteren Sichtkontakt zu anderen Gegnern. Oder was, mal da hinten bewegt sich was. Verstanden. Doch, der ist hinter. Ich korrigiere, das sind hinter einer leichten Hügelkuppe. Das sind, glaube ich, mindestens 3 jetzt. Einer liegt hinterm BTR. 2 sind bei den Büschen links vom BTR. Alter, das MG hört nicht auf zu schießen, Mann. Kann Ziele leider nicht bestätigen, aber bleibe weiterhin auf Empfang. Gut, macht nicht so weit. Also einfach mal hier auf Standby bleiben, die werden eh noch ein bisschen näher kommen und ihr habt noch sicher genug Schussmöglichkeiten. Die müssen jetzt erstmal mit dem MG-Schützen hier fertig werden, der sie dauernd unter Beschuss nimmt. Ohne Scheiß, ich frag mich wirklich, ob die ausrasten. Also Christoph, Push to Talk wird überhaupt nichts, das geht gar nicht. Da funke ich irgendwie dauerhaft im Sekundentakt, das ist noch schlimmer. Okay, schau einfach, dass du das Mikrofon so einstellst, dass du nicht dauernd funkst und die ganze die Leitung besetzt. Und wenn das nicht geht, dann soll Nox funken. Verstanden, aber. Boah, Alter! Haben wir das selber wieder. Ben, Mann! Ich frag mich nur wirklich, wieso die jemanden das runtergetragen haben. Hast du selber gesehen, oder? Ja, die wollten wahrscheinlich, ich verstehe auch nicht ganz, warum die ihn runtergezogen haben, weil da war ja noch Feindbeschuss, die hätten hinter der Hügelkuppe bleiben sollen. Ich weiß jetzt halt nur nicht, ob der Medic bewusstlos ist, weil wenn deren Medics bewusstlos sind, dann haben sie jetzt ein großes Problem. Einer von denen hatte so einen Molde, sozusagen, also ist einer der... Ja, die wird sie jetzt wahrscheinlich versorgen. Ja. Aber die haben auf jeden Fall ihre Ausrüstung gesprengt, wenn sie welche gehabt haben. Ach, du... Ach, ich wirklich, was die gerade denken.
Oder ob sie das überhaupt erwartet haben. Ja, erstens, das wahrscheinlich nicht. Ich frage mich, ob sie jetzt denken, dass es eine KI war, die wir da reingestellt haben, oder ob das wirklich wir waren. Nee. Da müssen sie logisch denken. Widerstand hat ja nur RPGs. Eine KI läuft gerade zu ihnen hin. Die schießen dann jetzt ihre Wegen der Scheißaktion habe ich sie aus den Augen verloren. Das ist jetzt schlecht. Aber die haben echt einen guten Versuch gestartet, Alter. Ja, ohne Scheiß. Die hätten es fast geholt, hätten sie ein bisschen präziser geschossen. Ich habe gewusst, wir sind da oben nicht sicher, Alter. Ich habe es gewusst. Ich habe es gespürt. Das war echt ein krasses Ablenkungsmanöver. Ging aber in die Hose, so wie es ausschaut. Alter. Da hinten. Wo? Da, Rauch. Grün und weißer. Ich seh's. Lauf. Hinter den Stein würde ich sagen, oder? Ja. Ne? Verdammte Kacke, Alter. Die sind schon da. Wenn ich so laggen würde bei mir. Sag mal durch, dass wir da sind. In der Nähe davon. Achtung, wir sind jetzt hinterm Stein in der Nähe vom Panzer. Vorsichtig, wir sind eh schwarz, ihr solltet uns erkennen. Habt ihr grüner Rauch geschmissen? Negativ, das sind die Einheiten, die Amerikaner sind beim Panzer. Wie oft noch, habe ich schon gesagt. Die sind weggefahren mit dem Jeep. Mit welchem Jeep? Mit dem Humvee. Von wo? Unserer oder denn der im Hangar? Vom Panzer aus. Der Helikopter kommt. Gehört der zu uns? Ja. Eigentlich ja. Freundlicher Helikopter, nicht schießen. Da läuft doch jemand. Wo? Da. Da ist ein Humvee. Warte mal, haben Sie den Humvee gemeint? Da liegt einer. Das ist eine KI. Rifleman steht bei mir. Ja, bei mir auch. Wir haben sicher Kontakt zu einem Humvee, der in der Nähe des Panzers steht. Er scheint aber leer zu sein. Over. Verstanden. Deck hinten, Ghost. Deck hinter mir, nicht vorne. Nicht, dass sie jetzt noch von hinten kommen. Diese Wichser, Alter. Chris, seit wann kann man die Häuser zerstören? Schon immer mit einem Panzer. Was haben sie gerade zerstört? Das rote Haus. Haben wir zerstört. Weil der Granatwerfer. Granatwerfer? Ja, das war ein Granatwerfer. Okay.